Moin. Ja, wir haben es dann jetzt endlich mal geschafft. Wir sind jetzt in Faro. Genau, in Portugal. Faro sind wir jetzt, ja. So, wir fahren hier mit so einem komischen. Was ist das hier? 200. Schlag mich tot, ne? Ne, 2008 oder 208. Irgend so eine Peugeot-Schüssel. Ja. So möchte gern gepimpter SUV. Ja. Oh, scheiße. Irgendwie war das die falsche Ausfahrt. Egal. Gib mir Zeit. So ein bisschen habe ich gehört. So. Und wenn. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft reinfahren, oder? Ja, du hast ja wohl eine Macke. Fahre ich nicht rein. Und hier fahre ich rein. Was fährt der Kutschenke entgegen? Komm. Juhu! Wir machen jetzt hier einen schönen Abstecher zur letzten Bratwurststation vor Amerika. Das Ding heißt wirklich so. Kein Witz. Da steht auch ein Leuchtturm dahinter. Ich hatte vorher den Leuchtturm rausgesucht. Er hat das gefunden. Tja, zusammen wieder ein Top-Ergebnis. Vor allem, wir haben dann nicht nur den Leuchtturm, wir werden uns auch noch eine Burg angucken. Eine alte. Das ist so ein Geheimtipp gewesen von einem Insider, sage ich jetzt mal. Ein guter Freund von mir ist Portugiese. Und mit dem habe ich gestern noch ein bisschen geschnackt auf der Arbeit. Ich renne hier immer noch in der Arbeitsklamotten rum. Naja, warum auch nicht, ne? Das ist auch wieder, wenn wir durch den Zoll zurück müssen, ne? Das war sowieso die Härte. Was war das denn bitte für eine Einreisekontrolle? Alter, das war so eine wie in Italien. Genau so eine. Wir haben unsere Tasche gekriegt und dann war die Sache in Ordnung. Wir konnten einfach so. Gute Gold. Ich war ja ein paar Wochen vorher in Italien. Wir sind mit Ryanair geflogen. Und ja. Sorry. Ich weiß nicht, ob du die Tasche drum werfen hättest können in dem Moment. Wäre das gleich irgendwie rausgekommen. Ja, es ist. Ich verstehe es halt nicht. Weil auf der einen Seite will man Grenzkontrollen machen, auf der anderen Seite, ja. Da kann sich die deutsche Klamotte mal eine Scheibe von abschneiden. Wenn EU-Bürger einreisen, muss man nicht unbedingt kontrollieren. Nö. Ausreise, okay. Über das Ding steht aber auch auf 7 Uhr. Aber Einreise? Ja, das liegt daran, dass wir jetzt auch gleich 7 Uhr haben. Ja, bei dir nicht, bei dir ist 8. Meine Uhr stellt sich nicht freiwillig um. 70. Ja, mit Kontrollen. Ampel, oh mein Gott, siehst du. Die dummen Schweine, Digga. Ja, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen nach oben und melden uns dann, wenn wir angekommen sind. In diesem Sinne, ciao, ciao, bye bye, auf Wiedersehen. Dann.